Hallo liebe Dartsportfreunde, herzlich willkommen zu Darts geht, dem Darts News Update zu aktuellen und kommenden Produkten und Events, kurz und knackig informiert. Aktuelle Turnier-News. Nathan Aspinall gewinnt das World Match Play und holt sich mit einem 18:6 Sieg gegen Johnny Clayton den mit 200.000 Pfund dotierten Titel. Damit schiebt sich Nathan Aspinall auch in der Order of Merit um 4 Plätze nach oben auf Rang 5, jetzt unter den Top 5. Beim World Match Play der Damen holt sich die Engländerin Bo Greaves zum ersten Mal in ihrer Karriere den Titel. Im Finale besiegt sie die Japanerin Mikuru Suzuki mit einem deutlichen 6:1. Titelverteidigerin Fallon Sherrock schied leider gegen Lisa Ashton bereits im Viertelfinale aus. Damit sichert sich Bo Greaves auch die Qualifikation für die WM-Teilnahme und liegt im Gesamtranking auf Platz 1 vor Mikuru Suzuki und Fallon Sherrock. In der PDC Development Tour mit Teilnehmern zwischen 16 und 24 Jahren ging es ebenso an mehreren Tagen zur Sache. An 3 Turniertagen wurden im englischen Leicester die Events 16 bis 20 ausgetragen, bei denen die Sieger einmal mehr wieder Luke Littler hießen, der sich gleich 2 Turniertage sichern konnte. Ein Wahnsinnstalent, bin ich auch ein großer Fan von ihm, beobachte gerne, was bei ihm so passiert. Sowie Gian van Veen, der aktuell auch die Development Tour Order of Merit anführt. Und einen weiteren Tagessieg konnte Nathan Rafferty einfahren, sowie Wessel Naiman. Glückwunsch an dieser Stelle an unseren deutschen René Adams, The Cube. Er holt sich in der Modo Super Series den Turniersieg in Woche 10 mit einem 4:3 Erfolg im Finale gegen Steve Brown. Die Modo Super Series ist ein Einladungsturnier, deren Spiele auch live gestreamt werden. Die Teilnahme kann aber auch über eine Qualifikation in der ADC erspielt werden. Die Amateur Darts Competition Europe ist seit 2021 eine Online-Darts-Liga mit etwas über 300 Mitgliedern. Regionale Events. Vom 14. bis 16.07. fand jetzt zum zweiten Mal beim Dartsverein Kreuz Ass in Gevelsberg die Sapphire Darts Trophy statt. Das ist ein Turnier in der SSDL, der Superspaß Darts Liga, mit in diesem Jahr rund 360 Teilnehmern. In Vierer- wie Fünfergruppen werden hier Einzel- wie Doppelspiele absolviert für die Qualifikation in den großen Gruppen Gold, Silber und Bronze. Ein toll organisiertes Turnier, sehr viel Aufwand steckt dahinter, lange Vorbereitungszeit und ihr könnt wirklich sehr viele Leute treffen, euch mit denen austauschen und auch Darts-Profis begegnen. Zu den Gewinnern in diesem Jahr zählt in der Gruppe Gold Nico Blum und als Runner-up Ricardo Pietreczko. In der Gruppe Silber sichert sich Christian Riedel den Sieg, Runner-up Andreas Winterling. Und in Bronze ist es Jörg Tenbrink, der den Sieg einfährt vor Runner-up Carsten Jungnickel. Beste Dame im Turnier, Stefanie Lück. Zu den Produktnews. Fans vom Bullyboy Michael Smith können mit dem Shot-Launch seit Juli aus dem Vollen schöpfen. 5 neue Dartsets gibt es zu Preisen von 60, 90 und rund 115 Euro. Achieve ist der Modellname seines aktuellen Spielerdarts, den es in 8 Gewichten in Stil wie auch als Soft-Tip-Variante zu kaufen gibt. Neue Flights, Spielershirt, einige Darts-Cases sowie 2 Dartboards, ein Dartboard-Surround und Accessory-Kit runden die Vorstellung ab. Und zum Abschluss ein Ausblick auf die upcoming Events im August und September. Am 4. und 5. August geht es bei den Profis weiter mit den New Zealand Darts Masters. Wer auch E-Darts verfolgen möchte, am 5. und 6. August finden die Ludwigshafener Meisterschaften statt. Die werden vom DSAB veranstaltet, dem Deutschen Sportautomatenbund. In der PDC European Tour geht es dann am 8. September weiter und zwar mit dem 11. von insgesamt 13 Events. Und zwar die German Darts Open in Jena. Darts geht im Juli und August. Das waren die aktuellen Darts News Updates. Und jetzt ist die Auslosung fällig. Der Gewinner aus meiner Giveaway-Aktion zu den Mission Dart Reviews, insbesondere dem Mission Okkult, dem Mission Hexon und den Mission Archon Darts. Dazu nehme ich wie immer den commentpicker.com, nehme euch hier direkt mit auf den Monitor, dass ihr es nachvollziehen könnt. Die Video-URL habe ich hier schon reinkopiert. Doppelte Nutzer werden rausgefiltert, dass es für alle gleiche Gewinnchancen gibt. Und dann scrolle ich nach unten, löse einmal kurz die Spam-Abfrage und lasse mir generieren, wie viele gültige Kommentare wurden abgegeben. Das sind insgesamt 298
Teilnehmer. Wie immer freut es mich, dass ihr rege mitmacht. Und dann schauen wir mal, wer zu den Gewinnern zählt. Und das ist Nico Urbons oder Nico Urbons. Hier steht im Kommentar erstmal natürlich wieder Top-Video. Mir persönlich gefallen die Hexon am besten, wobei alle schön sind. Also, Nikon Urbons, du hast dich für die Mission Hexon Darts entschieden und die sind jetzt dein Gewinn. Gratulation. Und kommt, ihr musstet länger auf die Auslosung warten, also picke ich mal noch einen weiteren Gewinner raus. Und die Gewinnerin nennt sich Rage987. Danke für deine Mühen, Olli. Ich finde die Archon am ansprechendsten. Okay, Rage987. Die Mission Archon sollen damit dein sein. Gratuliere.